So, nächster Checkpoint. So. Ah, verdammt. Mist, ey. Ja. Komm schon. Na. Das war jetzt mal klar, ey. Ah, shit, hätte ich bremsen sollen. Mist, ey. Komm schon, du Sau. Nee, das so nicht. Da muss ich dich noch mehr beschimpfen, du Arsch. So. Oh Gott. Oh Gott. Nee, da muss ich definitiv den erst mitnehmen. Ja, so und... Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme, ey. Ehrlich gesagt. Sagt die Eule da. Scheiße. 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 Nee. Mann! Nimm den Vorderreifen, da weg! Nimm den Vorderreifen da weg! So. Hier muss ich hoch, oder was? Okay, hier. Oh, okay, alles klar. Okay. Nee. Ah, shit, ey. Shitty! Nee, das wird nichts so. Muss was anderes versuchen. Genau sowas. Zum Beispiel. Nee, so wird das nichts. Ah, shit. Verdammt. Nein. Nee, da hätte ich jetzt einfach... Oh. Ah, nee. Nein, zu viel Gas. Verdammt. Darf ich so fliegen? Komm schon. Beug dich nach vorne. Yep. Nein, du Arsch. Ah. Ja. So. Okay, ist auch eine schöne Steigung. Fahr da hoch, du Pimmel! Komm schon! Nee! Mehr als wenig Gas drücken kann ich noch nicht, ey. Mann!
Weniger Gas kann ich doch nicht geben. Wieso gehst du trotzdem nach vorne? Wieso gehst du trotzdem vorne hoch? Schönes Ding. Entweder er prallt blöd ab oder hebt mit dem Vorderreifen ab. Das ist schon echt schön. Fuck this shit. Alter, ich möchte da noch einfach nur hoch. Nee. Ich glaube, das schaffe ich hier nicht mehr, Freunde. 100 Versuche mache ich noch. Also nicht nur 100, sondern bis zu 100 und dann ist Schluss hier. Nein. Nein. Auch nicht. Ich hasse das. Muss halt am Anfang so viel Gas geben, damit er da überhaupt hochkommt. Und dann kann man nicht schnell genug vom Gas runtergehen. Zumindest ich kann das nicht. Da, jedes Mal hebt der Vorderreifen ab. Flippe aus! Ich muss ganz ehrlich gestehen, Trials hat echt ein großes Potenzial, dass man richtig aggressiv wird. Das kenne ich auch von anderen Leuten, die dieses Spiel spielen. Wenn man an einer Stelle hängt und einfach nicht weiterkommt, ey, da willst du austicken. Da willst du einfach nur Möbelstücke durch die Gegend schmeißen. Nee. Nee, Mann. Das ist doch nicht wahr. Nee, gib weniger. Was ist hier los? Wieso drückst du immer so krass aus Gas? Ich kann doch nur ein Millimeter das Ding. Weniger kann ich doch nicht. Ey, Alter. Was ist hier los? Ah, nee, hör auf. Fick dich! Fick dich! Ja, ich hasse es! Fuck you! Oh, endlich! Endlich! Das gibt's doch nicht, ey! Nach über 100 Versuchen endlich diese Kackstelle hinbekommen, ey. Es ist doch nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu fassen. Hallo? Jetzt hänge ich an der nächsten. Das gibst du nicht.
Komm schon. Ja. Ja. Zack. Oh. Oh nee, ey, was ist das jetzt hier schon wieder? Alter, ist doch öde. Das kann nicht euer Ernst sein. Okay, muss man das mit Schmackes machen, denke ich mal. Zumindest so ein bisschen. Schon. Nein. Fuck this. Jat. Oh, wie ich habe so Probleme mit diesen senkrechten Kackstellen. Es ist nicht zu glauben. Ne, das geht langsam definitiv nicht. Schnell kriegst du dabei auch nicht hin! Das ist zum Kotzen, das ist zum Kotzen. Ich könnte... Also hier ist tatsächlich für mich kein Vorbeikommen. Das schaffe ich nicht. Da kann ich machen, was ich will. Da hinten ist das Ziel. Ich glaube es nicht. Oben rechts in der Ecke ist das Ziel. Nee. Ja. Oh mein Gott. Jetzt nicht noch so ein Scheiß. Wollt ihr mich alle verarschen hier? Ihr wollt mich doch alle veräppeln, ey. Immer diese senkrechte Kacke überall. Na da 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 da. Ich hasse es so sehr, ich hasse es so sehr, diese senkrechte Kack. Kacke. Kack. Kacke. Scheiß Kack. Pisse. Auf zu brüllen, du Spacken. Ach ja, ist das schön, ey. Genau, immer schön wieder nach hinten springen, du Spack. Na. Nee. Nein. Auch nicht. Nope. No. Nein. Nein. Auch nicht. Ebenfalls so nicht. So macht man's auch nicht. Und so, nein. Vielleicht, nein, so macht man, nein. So vielleicht, nein. Und so, nein. So viel. Nein! Es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie man es am besten nicht macht. Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich, ey. Komm schon, jetzt. Ja, Checkpoint. Danke. Danke, danke. Okay, das hier ist jetzt eigentlich, dürfte das gar nicht so schwer sein. Nur dummerweise. Ah! Bin ich schon wieder so angenervt von dieser Strecke, dass ich jetzt solche Dinge nicht mal hinbekomme. Okay.
Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Hier. Oh, meine Fresse. Ich habe tatsächlich die Extreme geschafft, ey. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Todesrennen, FMX. Machen wir nochmal ganz schnell, mal gucken, was wir so zu tun haben. Ob wir bestimmte Dinge tun müssen oder ob wir einfach irgendwie seine Punkte. Oh, das ist doof. So, ein paar Punkte schon mal gekriegt. So, zack. Mach doch mal irgendwas. Tolle Wurst. Ja, ja. Wo ist das? Ah, da. So, wieder ein paar Punkte. Yep. Ha, das wird nix. Verdammt. Da, da, da. Was tut der da? Man weiß es nicht. Der fuchtelt immer rum, obwohl ich überhaupt nicht irgendwie selbst rumfuchtel. So, einmal hier hoch. Zacki. Wunderschön. Und noch direkt ein... Das war's. Silbermedaille. Hm. Das ging ja jetzt mal schnell, möchte ich meinen. Und Gesetze der Bewegung, Technik, Parcours, Mittel. Mit der Baggy. Mal schauen. Muss ich die mit der Baggy fahren? Sieht ja so aus. Whoop. Tolle Wurst. Scheiße. Bronze reicht mir nicht. Das möchte ich nochmal. Hier ist definitiv mehr drin. Yep. Das wird auf. Schönes Ding, ey. Jetzt gib ihm. Weiter komme ich anscheinend nicht, also fahre ich einfach langsam mal hoch. Dann dürfte das eigentlich kein Problem sein, möchte ich meinen. Genau so. Ah, Vorsicht. So. Hutsch! Diddy! Ja, ja, ja. Das wackelt aber schön hier, das Ding. Hüpp. Ah, hüpp. Fuck. Gut, aber das dürfte. Ja, Silbermedaille. Silbermedaille, damit bin ich zufrieden. So. Und jetzt überlegen wir uns mal, 4,99 Euro, ist es das wert? Ganz klares Nein, auf gar keinen Fall. Wieso? Weil man nämlich bessere, spektakulärere und viel innovativere Strecken in der Streckenzentrale findet, die umsonst ist. Dementsprechend kauft euch dieses DLC nicht, falls ihr den Season Pass nicht schon blöderweise gekauft habt, so wie ich. Kauft euch nicht dieses DLC. Die 8 Strecken ist es definitiv nicht wert.
5 Euro, viel zu viel, unverschämt. Das Ganze kriegt ihr besser in der Streckenzentrale. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal hier bei Trials Fusion dann wieder in der Streckenzentrale. Und ich zeige euch natürlich dann auch die ganzen anderen DLCs, denn ich bekomme sie ja sowieso. Aber es wird letzten Endes immer auf das Gleiche hinauslaufen. 5 Euro für 8 Strecken ist definitiv zu viel. Finger weg, Finger weg, Finger weg. Bis dann und tschüss.